Der Ansporn, warum ich in der Froda reingekommen bin, ist nach 9,5 Jahren bei Fronius mittlerweile einfach das komplette Umfeld. Also es geht schon lange nicht mehr nur um die Arbeit alleine, es geht um das komplette Umfeld. Wenn ich mein Auto zuüberfahre, dann ja, bin ich eigentlich schon da. Also da kann man nicht mehr sagen, dass sich das nur noch um die Arbeit dreht, warum ich da in der Froda reingekommen bin. Ein Arbeitstag in der IT lässt sich relativ schwer in Worte fassen, weil man natürlich nie weiß, was auf einen zukommt. Ich kann relativ schlecht am Vortag planen, was ich am nächsten Tag mache. Es wird nie so sein, dass man sagt, ja, das Problem habe ich schon mal gehabt, das ist das und das. Man braucht schon relativ viel Geduld. Es kann sein, dass Sachen einfach nicht funktionieren, aber wenn man es nur so oft durchgegangen ist, es kann am Schluss einfach sein, dass das Problem nicht löst. Aber das macht es auch wieder irgendwie spannend, weil man sich selber weiterhelfen muss. Also man muss fragen, man muss andere Kollegen fragen, hast du den Fehler schon mal gehabt, kannst du mir da vielleicht helfen oder kannst du mir wen sagen, der Bescheid wissen könnte. Das ist ja das Erste, an was ich irgendwie denke, wenn ich Fronius her oder was mir am meisten gefällt, das ist einfach die Gemeinschaft. Man merkt das einfach an jedem Winkel da herinnen. Ich wollte nie einen Beruf haben, wo ich nur hinfahre zum Geld verdienen und weil das meine Arbeit ist. Ich wollte immer wo hinfahren, wo ich in der Früh auch gerne hinfahre und wo ich mich nicht überwinden muss, dass ich hinfahre. Und das ist da definitiv der Fall.